So, wir gehen jetzt zu unserer Mission. Und ja, wir werden schauen, ob uns wieder irgendwas über den Weg läuft. Muss sagen, gewachsener Elch. Nach. Könnten wir nehmen. Jetzt nur zu uns drehen. Oder wir lassen den Elch. Das Weibchen an, um eventuell eben da bessere Rufe dann freizuhalten. Und da rechts kommt schon. Wind geht ganz gut. Entscheide mich für rechts. Ich glaube, das war das Herz. Ich glaube, da habe ich das Herz getroffen. Habe es jetzt wirklich versucht, so im Stich genau das Herz zu treffen. Und ich glaube, mit dem, dem man gleich so zusammengefuckt ist und auch hier noch sehr viel Blut zu sehen ist. Ich würde gerne nur die Blutspur anschauen. Was? Nein. Aber ja, ganz klar Herz. Zentral gelegen. Sehr schön. Sollte eigentlich auch gezählt haben jetzt für. Genau, locker zwei. Na, deswegen müssen wir da ein bisschen locken. Och. Ehrlich geht es eben ganz gut, weil ich da das schon habe. Überlegt habe ich eben, wir werden die Karten so ein bisschen wechseln. Wir werden jetzt noch in Orochos bleiben. Möchte dann aber nochmal Transsilvanien jetzt probieren, wo ich mir ein bisschen einfacher tue mit dem Ganzen hier. Also, wieder eingelebt und dort auch nochmal versuchen. Keine Vorkommnisse bislang. Ganz ruhig hier. Bis auf den Elch. Und für die Wildkamera? This angle won't capture the license plate or the driver. Ich würde sagen hier. Let's check more spots, just to be sure. Okay, wenn ich eh alle machen muss, warum? I always forget the name of that flower. Okay. Nehmen wir die Blumen. Hey, quiz time. Alaska's state flower. Do you remember its name? Myosotis something? So the Latin name is the one you remember, and the name forget-me-not
that escaped your mind? That's it. My mind works in mysterious ways. Did you take care of the French fries incident? Not yet. The kids stopped feeding the ducks after one bit them. But I'm still checking fishing tags. One man is like that sleazy dude from last month who threw away the whole bucket of fish heads in front of us and said he wasn't fishing at all. Good luck with that. Oh, I should probably ask if you need my help, but I'm afraid you will use your favor token. No, it'll come in handy later. Thanks anyway. For now, we need to deal with that road shooter. No worries. I put the trail cam in just the right spot. And, Jackie, are you picking flowers for that place again? No, no way. I'm getting some flowers for my front garden, actually. You know it'll only make you miserable, don't you? It won't. Okay, also irgendwer ist gestorben anscheinend und können es nicht vergessen und haben Blumen dieser Person gepflückt. Gut, wir gehen dorthin. Ich habe was markiert, das ist falsch. Falsch. Ein Kilometer das. Schauen uns, was uns hier noch begegnet. Nächste Folge werden wir dann eben probieren wieder Transsilvanien. Ich möchte es nur probieren, wie gesagt, also kann auch sein, dass ich wieder auf diese Karte hier zurückkomme. Also mir eh auch gut gefällt, aber Transsilvanien ist halt Heimat. Also nicht Transsilvanien, aber die Tierarten sind halt heimisch bei uns. Dieser Stein ist jetzt irgendwas. War eh nichts. Ja, ruhig ist es auf jeden Fall hier. Aber das macht ja nichts. Die Straße entlang gehen, um eben das Bestmöglichste zu spotten können, links und rechts. Links, 2, 3, ja, links, 2, 3, 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 links, 2, 3. Da waren Schritte. Da war ein Knacks anscheinend. Männlicher Grauwolf da oben, 300 Meter. Blicken könnte, irgendwas huschen oder am Hang sehe, zwischen Bäumen sehe ich nicht. Bei uns ist auf jeden Fall ein Gebiet, ein Bedürfnisgebiet von Schneeschuhhase. Den Karibus. Also 240 Meter. Ich werde auf die Straße rausgehen, um rechts dann eine bessere Sicht zu haben.
Wolf Papiete da oben. Rechts das Karibu. Oder die Karibus, wir wissen es ja nicht. Könnten ja auch mehr sein. Da hinten auch. Also es ist jetzt doch mehr los auf dieser Karte. Natürlich alles ein bisschen versteckter. 30 Meter vor uns. Hört man es grunzen. Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in das Spiel mehr verliebt. Als zu Release, da war ich ziemlich enttäuscht. Aber es ist eine gute Abwechslung, glaube ich, zu Call of the Wild mittlerweile geworden. Und das merkt man auch. Wir werden uns jetzt langsam heranpirschen, denn da vorne sind schon die Karibus dann. Karibu auch weiter hinten. Der Wolf ist auch noch immer da. Gut, dass da runter geht. Karibu Jungtier, ein Stern. Allein unterwegs. Weiter links ist auch ein männliches Karibu. Eventuell das zuerst. Auch noch spotten, bevor wir den Jungen da raus ernten. Den Jungen halt ganz nah schon. 60 Meter nicht einmal. Bauchwärts. Gerade sind zwei. Und ein drittes sogar. Alle drei Jungtiere männlich. Würde ich dann eben noch stehen lassen, um zu schauen, was sie dann werden, wenn sie ausgewachsen sind. Weiblich Jungtier. Zum Beispiel ihn. Erwachsen männlich, ein Stern. Erwachsen männlich, ein Stern. Oh, Zwister auch, schaut schön. Bin ein bisschen unruhig gerade. Da ist es. Ausgewachsen, männlich. Nur ein Stern. Ein Schuss auf 150 Meter. Shepherds, rundherum. Überall waren Karibus da unten verteilt. Ganz geile Geschichte auf jeden Fall hier. Eins rennt da rechts noch. Unten im Flussbeet, im Bachbeet rennen auch noch welche. Gut gemacht. Gewartet, analysiert. Und so möchte ich das jetzt eben schon bisschen drauf vorbereiten, wenn dann wirklich Afrika kommt, um in Afrika dann die Monster zu bejagen.
Theoretisch können wir das da drüben spotten. Ich bin hier ein bisschen buggy gerade. Mann, hier ist buggy gerade, ich kann es nicht nehmen. Spottet er halt nicht. Sieht halt. Hier mir nicht ein. Wachsendes Männchen, 200 Meter. Da wäre halt auch perfekt. Für den Abschluss gedacht. Metern ist ein schönes bisschen, aber. Ein Jungtier daneben, glaube ich. Der wäre auch was. Ah, den hat er eigentlich an. Ah, gut, dass wir nochmal geschaut haben. In der Aribu. Aribu Nummer 5. Fünf, das ist, wir können auch mit. Auf 200 Meter. Bitte wenden. Halt nicht, der ist genau geradeaus. Komm schon. Legt sich hin. Sollte noch mal liegen. Schon der erste Schuss, glaube ich, war nicht so schlecht, so wie er gezeichnet hat. Aber ich bin auf eine Nummer sicher gegangen und habe auch hinten, ich wollte nicht mehr nach vorne zielen, also ich habe jetzt bewusst auch hinten nochmal gleich reingeschaut, ich wollte einfach nochmal einen Hit mitgeben, macht man nochmal nicht, ich weiß, ja, also war jetzt nicht auf Ehrenbruderbasis. Aber ich habe auch keinen Bock dann nachzulaufen. Achso, wir sind ja gleich da eigentlich. Was schnell. Haben Bock dann nochmal da zu latschen. Nicholas Blackburn. Nicholas Blackburn, 1988 to 2000. Nicholas Blackburn, 1988 to 2022. Sammeln wir die noch ein? Dann ich sag ab nach Transsilvanien. Auf Reh. Vor allem Rehbock wäre auch geil eben. Hirsch wäre geil. Wildschwein wäre geil. Was Heimisches. Ich glaube, da werden wir dann die. Sechs war mir gar nicht hoch. Ja, für einen Ruf. Tisch 5 ist Wildschwein und Mufflon, Dammhirsch und Gämse. Hier wäre das Reh, aber gut, wir nehmen 2 mit. Hier 5 schießen wir auch mit dem Reh dann. Bis auf Hirsch müssen wir alles mit der 5er schießen.
Der hat schon gepasst. Fluchtdistanz wird jetzt etwas größer sein, weil es wahrscheinlich kein Doppellunge war. Halt nur der linke Lungenflügel. Das war eh klar. Fadenschuss brauchen wir uns nicht anschauen. Natürlich nur zerstört. Hätte der erste auch eben gereicht. So. Hier ist aber doch etwas enttäuscht. Oh ja, mittlerweile Blut. Haben wir so weit hinten? Anscheinend doch, also anscheinend haben wir doch so weit hinten. Was liegt? Ab. Nicht gerade leiser jetzt unterwegs. Na, wann? Hat auch einen rechten Lungenflügel. Gut, dann war's das. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich mal hier aus Aurora Shores. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann in Transsilvanien. Bis damals, gut, haut rein und ciao, baba.